Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf! Finger weg! Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu The Last of Us Part 1. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ja, gleiche Position, in der wir im letzten Part aufgehört haben. Im letzten Part haben wir ja Bill kennengelernt. Mit dem wir jetzt gerade auf der Suche nach Autoteilen sind, meine ich, ne? Damit wir Ellie abliefern können. Ja. Machen wir direkt weiter. Ich habe jetzt ja schon geguckt gehabt, alles. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Gucken, ob Bill... Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Also die beiden werden auf jeden Fall keine Freunde mehr. Voll geil, Alter. Ellie ist richtig geil. Also auf eine gute Art und Weise. Ellie gefällt mir. Die hat geile Sprüche drauf. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich vorher noch sagen wollte. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. So, hier ist sonst, glaube ich, nichts weiter. Dann gehen wir mal weiter. Ach so, ja, genau. Ob Bill wohl überlebt oder ob wir ihn auch noch verlieren. Ich weiß nicht. Ich glaube, Bill wird wahrscheinlich auch noch drauf gehen. Bis jetzt haben ja nicht wirklich viele überlebt, die wir kennengelernt haben. Ja, in den Kommentaren stand auch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, dass wir eine Tür wohl übersehen haben, als wir da Ellie über diesen Zaun gehievt haben, wo sie uns von der anderen Seite dann den Zaun aufgemacht hat. Ja, naja, was soll ich sagen? Es nervt mich, es wurmt mich, ich ärgere mich darüber, aber ändern kann ich es jetzt auch nicht mehr. Klar, ich könnte es jetzt wieder laden. Will ich jetzt aber auch nicht. Es ist, wie es ist. So, Bill, wie sieht's aus? Wo gehen wir hier hin? Oh oh. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Alles klar, Bill. Läuft bei dir. Okay. Dann mal los. Ja, chill mal. Ich will erst mal gucken, was hier noch so ist. Ja, Joel. Alles cool. Deine Haare liegen perfekt. Hier gibt's sonst nichts weiter, Mann. Hier liegt so viel Zeug rum. Davon kann er nichts gebrauchen. Na gut. Dann raus hier. Ellie?
Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Natürlich. Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Macht euch bereit! Danke, Ellie. Boah, lad mal ein bisschen schneller nach. Junge, Junge, Junge. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Er führt Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Ja, wir brauchen unbedingt Klebeband, ne? Ich kann keine Muster herstellen. Das ist ein bisschen mistig. Wir hier hoch, das sieht so aus, als wenn man da hoch kann. Leider nein, leider gar nicht. Sonst nicht immer eine Schrotflinte oder sowas drin im Auto? Warte, was mit ihr passiert? Ja, perfekt. Ja, hier scheint sonst nichts weiter von Interesse zu sein. Schade. Hi Bill. Wir gehen erstmal oben gucken, okay? Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu. Sie haben keinen Schlüssel. Oh, okay, ich glaube, wir müssen oben lang. Dann gehen wir erstmal unten reingucken. Ah, hier eine Schaufel. Nimm doch die Schaufel mit. Ist das überhaupt eine Schaufel? Ja, ist eine Schaufel. Die macht bestimmt mehr Aua als die komische Ohrstange, die wir gerade haben. Entschuldigung. Immer noch kein Klebeband. Also, wo lang? Wir sind da.
Es ist im Keller. Mach mal auf. Muss ich das wieder machen? Mann, Mann, Mann. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komm schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Oh yeah. Okay, Pumpgun, neue Waffe. Ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Geil. Jetzt haben wir noch eine Pampe dazu gekriegt. Läuft, Alter. Ja, die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Cool, cool, cool. Ich dachte, wir sind hart begrenzt, was so die Waffen angeht, aber anscheinend kriegen wir andauernd hier neue Waffen. So, da sollen wir gleich hin. Wir sind... Hä? Wo sind wir denn reingekommen? Was guckst du dir da an, Ellie? Ach, jetzt kriege ich wieder keine Gesprächsblase, aber sie sieht so aus, als wenn sie mit mir reden möchte. Ich gucke mich erstmal um. Oha, das ist aber nicht gerade klein hier. Noch eine Etage. Was zur... Ah ne, ist zu, okay. Können wir nochmal schnell beten, dass alles besser wird. Kann nicht sein, dass hier nichts rumliegt. Gar nichts? Doch, guck mal hier. Da blinkt doch schon was. Und ein Messer. Okay, nice, danke. Das ist schon mal gut. Ich denke mal, das war Alkohol.
Pillen, sehr schön. Und ein Zettel. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Und Bill wahrscheinlich wieder. Runner haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen, ne? Ich meine, es sagt ja schon der Name, die werden wahrscheinlich auf uns zugerannt kommen. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie die denn aussehen. So, dann gucken wir unten noch. Nö, wir haben eine bessere gerade. So, Ellie, willst du jetzt mit uns reden? War noch nicht. Ellie hat keinen Bock. Na gut. Klebeband. Ich brauche Klebeband, Bill. Hast du kein Klebeband für mich? Wäre sehr lieb. Okay, dann zeig uns mal deine neueste Errungenschaft. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Nagelbombe explodiert automatisch, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Okay. Interessant. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Okay, Bill scheint Tatsachen einen Plan zu haben. Werkzeug erhält Joel Zugriff auf mehrere Waffenverbesserungen an Werkbänken. Cool, okay. Werkzeug Stufe 1, nice. Gibt es hier zufällig auch gleich noch eine Werkbank? Das wäre cool. Oh, Pfeile. Habe ich sie doch schon gesehen. Die Werkbank. Oh, na endlich Klebeband. So, jetzt ist die Frage. Ganz kurz. Ich glaube, wir haben... Ne, wir haben keinen Sprengstoff gefunden. Aber dann machen wir trotzdem jetzt auf jeden Fall ein Messer. Wir da eventuell noch die Beere mitnehmen, beziehungsweise das Cuttermesser. Okay. So, Werkbank. Zeig mal her, was wir können. Los. Ich stelle einen zusätzlichen Platz im Waffenkreuz, um schnell eine zweite Kurzwaffe zu ziehen. Ist schon nicht schlecht. Schnell ein zweites Gewehr zu ziehen, ist glaube ich noch geiler, ne? Los.
Sehr schön. So, ein Zielfernrohr. Oh Gott. Ein Zielfernrohr habe ich gesehen für die Waffe hier. Wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ja, Magazinkapazität ist natürlich auch nicht schlecht. Schaden, Panzer durchbrechen, Nachladetempo. Pass auf, wir machen mal Zielfernrohr. Nice. Und dann machen wir noch Magazingröße. Oder Kapazität besser gesagt. Haben wir zumindest zwei Schuss drin, was wahrscheinlich nicht verkehrt ist. Nachladetempo brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. So, die Pumpgun. Was können wir da machen? Rückstoß. Magazinkapazität. Schussfolge. Reichweite. Reichweite wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Nee. Da brauchen wir, glaube ich, noch nichts machen. Bogen. Reichweite können wir da erhöhen. Bogen finde ich bis jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Schneller nachzuladen, dann wirklich das schnellere Ziehen der Waffe. Nein. Gut, und dann gehen wir noch auf unsere Pistole. Der Revolver ist auf Distanz, ne? Dann nehme ich aber lieber gerne die normale Pistole. Die hatten wir, glaube ich, schon mal geupgradet, oder? Genau. Schneller abzufeuern, mehr Kugeln. Nachladetempo. Machen wir mehr Kugeln rein. Und schneller abfeuern. Okay, und den Rest behalten wir erstmal. Ich glaube, dann sind wir ganz gut gewappnet. So geht es doch. Drücke beim 10E, um dein Zielfernrohr zu benutzen, okay. Das ist unser Revolver. Da sollten wir vielleicht auch mal Kohle mal kurz auswählen. Genau, und dann haben wir jetzt noch das Snipergewehr mit 2 Schuss, was schon ziemlich geil ist. Und dann haben wir noch ein Zielfernrohr. Geil. Alles klar. Jetzt fühle ich mich mächtiger auf jeden Fall. So, wir sind aber so gut wie am Ende. Was sollen wir jetzt hier noch machen? Hat Ellie jetzt noch was für uns? Jetzt steht sie da. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, der soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Ah, wie geil. Ah, Ellie, beste Junge. Oder Mädchen, besser gesagt. Alles klar, dann machen wir jetzt hier aber Schluss. Schauen wir uns den Rest im nächsten Part an. Oder beziehungsweise, wie es weitergeht. Finde ich schon mal ziemlich geil hier mit den ganzen Waffen-Upgrades und so. Bockt. Ist geil auf jeden Fall. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann würde ich ganz einfach wieder sagen, recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von The Last of Us Part 1 oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.